Und willkommen zurück bei Minecraft. Wir müssen uns ein bisschen ausrüsten, weil wir haben nur zwei popelige Steinspitzhacken. Das ist ein bisschen, naja, nicht so toll. Hui, was liegt denn hier für ein Tempo beim Treppensteigen zu? Egal. Also wir brauchen ein paar vernünftige Spitzhacken. Dazu brauchen wir erstmal vernünftige Materialien, weil sonst wird das nichts. Da unten ist eben eine Höhle, die wir dann eigentlich gleich mal in dem Moment erkunden können. Wäre ja mal ganz nett. So. Ich hatte hier mal Eisen eingelagert. Genau. Ich habe noch vier Stickies. Das ist nicht sonderlich toll. Dann, was mache ich eigentlich? Acht. Acht Holz reicht für. Keine Ahnung. Reicht das? Ja, wird schon reichen. Ich bin ja ein bisschen vorsichtig mit den Rohstoffen, die ich mir ins Inventar nehme, weil es kann schnell passieren, dass die Zackbomben weg sind. Und mit Zack Bumm wohl eher in Richtung von Bumm. Weil wenn irgendein unfreundlicher Gesell antrabt, dann könnte der uns ganz schnell die Stimmung vermiesen. So, ich mache das erstmal so hier. Ja, da haben wir erstmal genug Stickies. Dann mache ich das so hier. Dann mache ich das so. Mal gucken, wie viel brauche ich denn. Drei mache ich mir mal. So, da können wir natürlich erstmal die Steinspitzhacken aufbrauchen. Und der Rest kann dann später kommen. Ein bisschen was zu essen habe ich auch noch. Den Apfel gibt es mal zum Frühstück. So. Knusper. Was ich jetzt noch mal gucken wollte, ich guck mal in die Kanalisation. Hören wir irgendwas? Aber hier scheint alles ruhig zu sein. Okay, hier ist kein Schwein. Das ist sehr schön. Und auch keine Zombies und keine Creeper und kein gar nichts. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann gehen wir mal die Höhle da unten erkunden. Tralala, tralala, tralala. So, ja, Schwert ist ganz gut. Der Himmel ist halbwegs bewölkt. Das ist irrelevant. Und wir gehen mal hier runter. Hier dürfte jetzt halbwegs einen Weg hochgehen. Da unten ist ein Schaf. Das könnte uns gefährlich werden. Schade, dass man auf Schafen nicht stehen kann. Wäre bestimmt witzig. Genauso wie in GTA, wo man sich auf die Autos stellen konnte und dann eine Weile mitfahren. So, dann werden wir uns mal diese Höhle hier vorknüpfen. In der Hoffnung, dass wir drin ein bisschen Kohle finden. Tralala, ich spiele erstmal ein bisschen rum. Hallo. Ich hab dich gesehen. Oh. Das sind sehr einschlägige Erlebnisse hier. Und ich sehe rein gar nichts. Ist hier irgendjemand in der Gegend? Hallo? Echo? Da hinten steht ein Bogenschütze, den sehe ich soweit. Ist das ein Slime? Hier ist ein bisschen Abgrund, ne? Aua, du Arschloch. Komm her, du. Feuer mit Feuer, du Knallsack. So, friss das. Und auch dieses hier. Und bitteschön auch das hier. Ich mag den Bogen. So, können hier irgendwelche Viecher hoch? Ja, das gefällt mir nicht so. Ich mach dir mal kurz hier ein bisschen weglos. Da kann ich mich hier mal die Kohle abbauen, die uns der Creeper so freundlicherweise gezeigt hat. Hier sind einige Viecher da, muss ich mal zugeben. So, Kohle, 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 Kohle. Wir brauchen unbedingt Kohle. Was, sonst geht es nicht vorwärts bei uns? Ist das wirklich ein Slime, den ich hier höre? Kommen jetzt die Slimes überall in der Höhle? Oh, oh. Hey, das ist meine Kohle. Spuck meine Kohle wieder aus, du Eumel. Hier, friss meinen harten Stahl. Jetzt habe ich natürlich da eine offene Höhle und da unten eine offene Höhle. Und da ist eine Fledermaus. Verdammt. Vermutlich sind wir eigentlich im früheren Leben so eine Art Verbrecher gewesen. Jetzt ist uns Batman auf den Fersen. Bist du ein Wahnsinnig? Oh mein Gott.
Wird eigentlich ein Schwierigkeitsgrad auf hart gestellt? Wer war denn das? Hä? Ja, klar. Noch ein Wunsch. Hier. Friss meinen harten Stahl, du Eumel. Boah, ey. Hier ist echt haufenweise In-Your-Face-Action. Muss ich mal zugeben. Gott, oh Gott. Nein, nicht noch einer. Geh weg, geh weg, bleib weg. So, was ich jetzt mal machen muss, ich muss hier mal ein paar Sicherungsmaßnahmen ergreifen. So, hier dürfte keiner mehr durchkommen, das ist ganz günstig. Boah, ey. Das wird ja richtig spannend hier. Ich wollte doch nur entspannt eine Runde aufnehmen. Und ich mich hier jahrelang in die Luft sprengen lassen. Hier ist Wasser. Da ist ein Skelett. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht. Ammo-Check? Keine. Ja, keine trifft es ganz genau. Wir haben keine Pfeile mehr. Schön. Einfach nur noch schön. So, das Eisen hier nehme ich auch gerne mal mit. Na toll. Wir sind in der höhlenverseuchten Höhle. Halt. In einer Höhlen. Nein. Nochmal. Wir sind in einer von Viechern verseuchten Höhle. So rum ergibt das Sinn. Und wir haben keine Fackeln mehr. Wir haben keine Dingsbums mehr. Und da ist Kohle. Und von hier dürfte hier erstmal nichts kommen, ne? Oder? Sah ich da gerade was? Ich habe 25 Kohle, davon kann ich ja mal ein paar opfern und mir da ein paar Fackeln basteln. Opfer ich mal drei und bastel mir ein paar Fackeln. So. So, Fackel, Fackel, Fackel. Aber die Höhle hier scheint erstmal abgesch. Na! Die sind alle wahnsinnig. Tut mir leid, wenn ich gerade übersteuert habe. Mann, ich bin doch nur ein armer kleiner Bergarbeiter, lasst mich doch mal leben. Ihr seid ja solche Arschlöcher, ey. Aber die Höhle scheint ja auch ihr Ende gefunden zu haben, ne? Wenn man mal von dem Gang hier absieht. Ja, die Höhle ist hier zu Ende. Ah. Jetzt erschrecke ich mich schon vor der Fledermaus. Aber sie niedlich ist, lasse ich sie leben so. Ich glaube, wir haben die Höhle soweit erkundet, ne? War ja auch spannend genug. Meine Güte, anderen fliegt hier einem irgendwas um die Ohren. Aber interessant, das ist eine kleine, nette Höhle. Muss ich mal zugeben. So, da noch eine Fackel hin. Hier ist noch Eisen unter Wasser, okay. Da noch eine Fackel hin. Da haben wir all unsere Fackeln wieder aufgebraucht. Und die Höhle soweit erkundet. Mann, ey, diese Creeper. Die sind echt viel zu leise. Man müsste irgendwie so Klingelglöckchen bei deren Laufgeräusch hinmachen. So. Ist hier noch irgendwo Kohle oder sowas? Nee, ne? Das ist noch eine ziemlich dunkle Ecke. Die gefällt mir an der Stelle nicht. So, mache ich mal wieder ein bisschen Beleuchtung an den Start. Zwei Pfeile habe ich auch mal wieder. So. Meine Güte, ey. Diese Viecher machen einen echt schwach. Also jetzt, an Anbetracht des geistigen Zustands und allgemein auch. Ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwo ein bisschen Stein finde. Ich meine natürlich Kohle, Steinkohle. Uiuiui. Aber eigentlich eine nette Höhle, also die ist nicht allzu groß und könnte uns, keine Ahnung, als Gefängnis dienen. Genau, da könnten wir ja dann das Gefängnis der Stadt reinbauen. Das liegt dann so ein bisschen unterirdisch. Fände ich an der Stelle ganz nett. So, ich guck mal. Die Fledermaus, ey, mach mich nicht wahnsinnig. Hier ist noch Kohle, sehr schön. Also wenn wir ein bisschen Kohle beisammen haben, können wir dann auch uns irgendwo ein paar Öfen hinbauen und da dann quasi den ganzen Backstein brennen. Oder backen, ist ja Backstein. Kein Brandstein.
Wo ist es eigentlich, dass wenn man Feuerstein, also diesen Feuerstein, also Flint, den man so findet, wenn man den zum Beispiel irgendeine Glut legt, also vom Grill oder vom Lagerfeuer, wird er ziemlich weiß und auch ziemlich brüchig, aber immer noch genauso hart. Interessantes Phänomen. Kann es irgendjemand erklären? Ist irgendjemand Geologe oder sowas? Fand ich nur interessant, das habe ich mal irgendwann gemacht, weil ich dachte, mit Feuerstein schmeißt man ins Feuer rein. Und dann wurde das Ding doch tatsächlich weiß. Aus dem Grund, also es war vorher so ein schwarzer Stein und der wurde dann halt so ein bisschen weiß. Wie viel Kohle haben wir? 35 Kohle. Das hat sich echt gelohnt hier. Und draußen ist es dunkel, da bleibe ich lieber hier drinnen und baue noch ein bisschen Kohle ab. So, Kohle, Kohle. Ich habe auch gar keine Lust, jetzt rauszugehen. Nicht nach dem, was uns hier drinnen passiert ist. Meine Güte, diese Creeper. Kommt es eigentlich mit einem höheren Schwierigkeitsgrad, dass die Zombies jetzt Rüstung tragen? Oder ist das allgemein so eine Neuerung? Wäre ja mal eine interessante Frage eigentlich. Weil ich gucke mir nicht immer den ganzen Changelog an, wenn da eine neue Version von Minecraft hochkommt. Aber hier ist eine schöne dicke Kohleader. Freut mich gerade mal ein bisschen. Und die Steinspitzhacke hält auch so lange. Erstaunlich eigentlich, ganz erstaunlich. So, ein bisschen Kohle, 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 Kohle. Ist hier noch irgendwo Kohle in der Wand, wo ich gerade mal hier so dabei bin und gerade nicht raus möchte? Nö, ne? Ich guck mal in irgendwelche Wände rein, ob ich hier noch ein bisschen Kohle finde. Ist hier noch irgendwo Kohle, 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 Kohle. Ach, hier geht's weiter zur anderen Höhle. Ich meine, würde ich ja auch eine Arena reinbauen, wenn ich nicht vorgehabt hätte, die Arena woanders hinzubauen. Eigentlich ein bisschen schade. Weil wir hatten ja da mal der einst den Zombie-Spawner entdeckt, der uns ja mit einigen Viechern versorgt hat. Um neben denen eine Arena zu bauen, wäre eigentlich eine schicke Idee gewesen, aber hier haben wir gerade diese wunderbare Höhle, die sich hier so anbietet. Mal gucken, was uns zu der Situation noch einfällt. Ich grab mich hier nochmal ein bisschen durch die Botanik. In der Hoffnung, dass ich nur bekanntes Gebiet finde und auch Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Sehr schön. So, mal gucken. Sieht hier noch irgendwo kohlig aus? Ihr könnt ja mal da drüben in die Wand reingucken. Na du Wand. Na, komm, 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 komm. Das ist wieder ein Höhlensound. Aber in der Höhle ist das ja nichts Ungewöhnliches, einen Höhlensound zu hören, weil in der Höhle sind alle Sounds Höhlensounds. So, ich mache hier ein bisschen Strip Mining, obwohl es ein bisschen doof ist. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Okay, dann gucken wir mal, ob wir zurück an das Tageslicht finden werden. Das ging ja zum Beispiel in der Richtung ans Tageslicht. Nee, ne? In der anderen Richtung, genau. Ja, dann mal gucken, wie viel Backstein aber wieder rauskriegen aus unseren tollen Ergebnissen, die wir hier abgefarmt haben. Da draußen ist es immer noch dunkel. Ich habe keinen Bock, bei Nacht rauszugehen. Nee, ich will nicht. Ich habe keinen Bock auf Nacht. Tralala, ich baue hier ein bisschen weiter Stein ab. Völlig sinnlos. Tralala, nur um die Folge in die Länge zu ziehen. Ach ja, kann man gerne mal machen. Nein, ich suche natürlich offiziell nach Kohle, wie man vielleicht unschwer erkennt. Obwohl ich bald nichts mehr erkenne. Ja, Kohle scheint es hier nicht zu geben, was eigentlich ein bisschen schade ist, so auf die Dauer betrachtet. Pack, das ist auch mein Spitzhacke kaputt, meine gute Spitzhacke ist kaputt. Ich habe gar keinen Bock jetzt rauszugehen. Ich glaube, das überlasse ich der Zukunft, wie es so schön heißt, und gehe dann einfach in der nächsten Folge raus und hoffe, dass wir da nicht drauf gehen werden. Ich esse nochmal kurz was. Und Brot bräuchte ich auch mal wieder. So. Wir sind. Na klar. Du Hanswurst. Komm her, du Arschloch. Und stirb. Ja, er ist gestorben. Ich hoffe, das werden wir nicht tun. In der nächsten Folge. Bis dahin erstmal tschüssi und auf Wiedersehen.